Allegra, ihr Lieben, hier ist eure Carmen Cornelia Haselwander von der Akademie für grenzenlose Entwicklung. Und wie ihr ja wisst, haben wir einmal wöchentlich ein Interview. Und heute habe ich eine ganz besondere Frau hier. Und zwar Sonja Schweizer alias Sonja Schein. Hallo, liebe Sonja, schön, dass du da bist. Ja, halli, hallöchen. Ich habe mich so gefreut, liebe Carmen. Danke vielmals. Darf ich bei dir Gast sein? Das Ja. ist ein spezielles Ereignis, ja, für mich. Das ist, ja, ich bin einfach glücklich, da zu sein. Ja, vor allem, es gibt ja hier eine ganz, ganz große Neuigkeit. Ne? Sonja, du hast ja mit deinem Erstlingswerk wahrlich gerade einen Bestseller geknackt, nicht wahr? Erzähle mal davon. Ja, Schein, eben wie ihr das schon gehört habt von Carmen, eben Sonja Schein, Schweizer. Ich habe ein Buch kreiert, das heißt, wurde ein International Bestseller und heißt Schein. Und ihr seht das auch so im Hintergrund. Ich kann es auch ganz schnell gerne herholen. Ja, geht's? Ja, es geht. Super. Ja, voilà. Wäre das doch schon mal geklärt. Also jetzt aber. Und ja, eben, ich habe da ein Buch kreiert mit 52 Geschichten und Kurzgeschichten und dann anschließend noch mit Fragen. Und das Ganze sollte, darf, muss nicht, aber darf für eure persönliche Weiterentwicklung dienen, ja. Und genau. Auch dieses, weißt du, auch diese Fragen, wenn der Leser, die Leserin das einfach auch liest, dieses: Ah, ich erkenne mich ja darin. Ach Gott sei Dank, ich bin nicht alleine. Das ist ja ein großes Thema. Manchmal hat man das Gefühl, man ist wirklich von einem anderen Stern. Und dann zu realisieren, nein, nein, da gibt es auch andere hier draußen in der Welt, welche genau dieses Thema haben, welches mich auch belastet. Oder du liest es und sagst: Oh wow, bin ich ein Glückspilz. Dieses Thema, wie zum Beispiel Panikattacken, das kenne ich gar nicht in meinem Leben. Ja. Und ich glaube, um das geht es ja, da so immer wie mehr sich selber zu erfahren, zu wissen, wer man ist, die eigenen Stärken und ja, und auch zu merken, wo bin ich einfach auch noch dran auf meinem Weg, dass meine sozusagen Schwächen zu Stärken werden können. Ja, genau. Also Sonne, du bist ja schon voll im Thema, ja, weil wie du ja weißt, bei unserer Interviewreihe geht es ja um Wandel als Chance zu sehen. Und da möchte ich gerade auch mit unserer ersten Frage direkt beginnen. Was bedeutet denn für dich Wandel? Ja, Wandel, also ich denke mir, es ist wirklich diese eine Veränderung von dem, was schon da ist, was mir, euch vertraut ist, ja, das ist ein wichtiger Teil, ist der Wandel, ja, natürlich könnte ich jetzt gerade sagen, ja, logisch, das ist die große Chance und da gibt es ja die andere Seite der Medaille auch und da ist vielleicht einfach mal eine Schnappatmung angesagt, weil, ja, weil diese Unsicherheit plötzlich da ist, ja, wie geht das weiter, ich spüre, etwas ist in Veränderung. Ja, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, wir Frauen sind da sowieso auch drin, ja, wirklich voll drin, also ich jedenfalls, mit meiner 58 Jahren, ich bin da voll in der Abänderung drin und das gehört auch zum Leben und ja, für mich ist es, der Wandel, ich kann den Wandel auch nicht wirklich aufhalten. Ja, das ist auch so. Ich habe mir natürlich im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht und ich denke mir, es ist so, es hat auch mit Hingabe zu tun. Hingabe in den Moment. Und solange ich ja im Moment bin, bin ich ja in der Ruhe. Ich werde nur unsicher oder ängstlich, was auch immer, sobald ich in die Vergangenheit gehe, ja, und da meine Storys wieder hervorhole. Oder wenn ich da schon voll in der Zukunft bin. Ja, also vor allem, wenn eben das eher triggert, oder, der Wandel, dann würde ich sagen, am besten, ja, wenn, das ist ja nicht immer so einfach, einfach im Moment sein und von da aus weitergehen, Step by Step.
Du bist ja als Coach durchaus ja auch jemand, der weiß, wie man Menschen inspiriert und motiviert. Deshalb glaube ich, die zweite Frage hast du ja eigentlich schon beantwortet. Wie nutzt du denn den Wandel eher als Chance oder ist das dann eher als Herausforderung? Also wie, ich meine, das zeigt sich ja auch in diesen 52 Geschichten relativ gut, aber vielleicht möchtest du das in deinen eigenen Worten noch zusammenfassen. Ja, danke vielmals. Ja, ich glaube, einfach diese Erlaubnis, sich selber zu geben, dass es manchmal vielleicht zu überfordernd fast ist, dieser Wandel. Also, dass ich nicht sage, einfach vom Kopf her, hey, du, weißt du, das ist deine Chance, Sonja, oder auch zu den Klienten, sondern wirklich auch zu sagen, hey, ja, es darf auch einfach einmal benannt werden, was gerade ist. Und von dort aus ist ja dann so viel möglich. Und ich glaube, ja, ich versuche das so anzugehen, also dass ich zuerst auch mir mal einfach ein Okay gebe, wenn ich da noch überfordert bin und noch am Alten festhalten will und dem Alten nachtraue, was auch immer. Und dann geht es aber darum, den nächsten Schritt zu machen. Das ist ja das Wichtige, oder? Ich glaube, es hat vielleicht auch mit dem zu tun, wie ich meinen Tag starte, dass ich den immer wirklich so bewusst wieder sage, Sonja, was möchtest du heute erleben und wie möchtest du dich selber und den Tag erleben? Das ist ein ganz guter Tipp, ja. Ja, gell. Hast du denn so in deinem Leben so einen ganz entscheidenden Punkt, den du uns mit uns teilen möchtest, wo der Wandel so wirklich eine ganz, ganz große Entscheidung für dich mitgebracht hat und dass dein Leben ja in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt hat? Ja, seit ich angefangen habe, meine Träume zu leben. Besser gesagt, es war die Stufe voran, war natürlich dieses Eingestehen, was habe ich überhaupt für Träume und Wünsche. Und dann wirklich auch diese, mir die Erlaubnis zu geben. Ich glaube, das war so ein wirklicher Schritt. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja nicht so konkret, ist nicht ein Beispiel, aber das zieht sich eben durch alles durch. Diese Erlaubnis, dass ich wirklich Glück, Freude erfahren darf. Das Und ist. unabhängig von was gerade draußen in meinem Umfeld passiert, sondern dass ich mir selber die Erlaubnis gebe und den eigenen Segen, dass ich wirklich glücklich sein darf, dass ich ja wirklich auch Licht sehen darf, Licht sein darf, ja. Sehr wertvoll, sehr wertvoll. Und da kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Welche Tipps möchtest du denn jetzt hier an dieser Stelle den Zuhörern und Zuhörerinnen effektiv geben, wenn es eben um den Wandel als Chance geht? Ja, ich habe es wahrscheinlich schon gesagt, oder in der Wiederhole es Vergangenheit, aber gerne. ich habe es gerade gehört. Ja, vielleicht ist es das gerade, dieses Fragezeichen, welches ich jetzt gerade auch hatte, oder? Da begleite ich auch die Frauen durch, dass sie eben wirklich aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen machen können. Und ich glaube, um das geht es ja wirklich, diese Frage, was ist sonst noch möglich? Und ja, ich habe auch noch diese Frage, wie wird es noch besser? Und ich komme mir natürlich nicht immer in den Sinn, hä? Aber so, es gibt mir da so viel Hoffnung und ich glaube, vielleicht wäre das auch was für euch, diese Frage, einfach in der Frage zu sein, nicht schon alles so für sich schon zurechtgemacht zu haben und das Gefühl haben, jetzt genau nur so geht's, sondern ja, diese Offenheit, sich auch immer wieder neu zu erfahren und erfinden, ja. Wunderbar. Ja, das sind natürlich ganz wertvolle Tipps und ich bedanke mich an dieser Stelle, dass du da so eine große, breite Erfahrung hier mit dem Publikum teilst. Ich werde natürlich die Verlinkung deiner Homepage und auch deiner Angebote, du hast ja auch ein spezielles Scheinangebot, nicht wahr? Ja, genau. Ich bin da jetzt auch wirklich dran, das auszubauen. Also das Coaching habe ich ja, Mentoring mache ich ja schon länger. Und das gibt es auch immer noch. Also diese 1:1 Support oder auch über 3 Monate
5 Wochen, was auch immer dann eben passend ist, genau. Und dazu kommen jetzt dann noch andere Programme und eines ist dann wirklich betreffend mit dem Buch zusammen über ein Jahr lang. Aber eben, ich sage immer, hey, es sollte gut verdaulich bleiben, weil wir haben vieles, was da in unserem Alltag ja so hereinprasselt und uns interessiert. Also einfach schön, einfach gut verdaulich. Ja, ich sage es das nochmals. Ja. Das ist so ein wichtiges Motto auch für mich. Es darf tief gehen und es darf die Leichtigkeit haben. Und das ist genau das, was wir ja in heutigen Zeiten umso mehr brauchen. Menschen wie dich, die inspirieren, die Menschen, die Frauen wie Männer genauso abholen und sie eben in ihr Potenzial führen und sodass sie wirklich ihre wahre Berufung leben können, so wie du das eben machst. Und du eben auch, liebe Carmen. Herzlichen Dank, ja genau. Erwähnt. Ja. Möchtest du noch ein Abschlusswort mit dem Publikum teilen? Ja, eben, mein Buch heißt ja Schein. Mhm. Und ja, ich möchte euch auffordern, so wie ich das auch für mich immer wieder mache, wirklich mir ein Ja zu geben, dass ich wirklich scheine, mhm. mein Potenzial lebe. Und das kann für jeden anders aussehen. Wahre Worte. Herzlichen Dank, liebe Sonja, dafür, dass du hier dabei warst in dieser Interviewreihe. Wir wünschen dir alles, alles Gute für dein Programm, auf das du ganz, ganz viele Menschen mit deinem Schein so richtig ins Scheinen bringst, sie hervorhebst und für dich natürlich auch privat alles, alles Gute und danke dir herzlichst. Und liebes Publikum, auch euch nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Reinhören und immer schön dran denken, der Wandel als Chance ist deine wahre Chance. Alles Liebe. Ciao, macht es gut. Tschüss. Tschüss.